Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play StarCraft 2 Wings of Liberty. Und jetzt werde ich erstmal das, was ich hier auch über, übersehen, sondern noch nicht eingesammelt habe, machen. Und zwar die Brotos-Forschung hier oben. Die hier mal noch einsammeln. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, meine Mineralienfelder sind erschöpft. Das heißt, ich werde dich dann mal hier hochbringen. Sobald du da fertig bist, damit du hier oben noch eine zweite Basis bauen kannst. Und dann weitere Ressourcen einsammeln kannst. Ich will mich gar nicht mal so weit vor wagen hier. Alles klar, her damit. Warum nicht? Positiv. Muss schauen, dass ich mich nicht zu weit nach oben wage, weil da oben kommt dann die feindliche Basis, wo wir dann später hin müssen. Wie wär's denn mal mit helfen? Momentan kommen wir ja ganz gut durch hier. Ich kümmere mich drum. Warum nicht? Gut, Ressourcen, schaut alles gut aus. Jetzt werde ich erst nochmal hier unten hin. Jawohl. Hinten gehen. So, wir können eigentlich ruhig mal noch ein paar Einheiten bauen. Dann bauen wir mal dichter hier dran. Und da auch dich. Was soll's sein? So, da kommen die Space Marines hinterher. Dann mache ich es lieber so, dass ich hier noch ein paar Space Marines hinsetze und dafür die Adler hier mitnehme. Ja komm, fahrt euch nicht selber über den Haufen hier. Erweiterung fertiggestellt. Und gleich noch ein paar Adler bauen. Mineralienfeld erschöpft. Na doch. Okay, okay. No problemo. Born to be wild. Born to be wild. So, nicht mehr viel an Ressourcen, die wir brauchen. No problemo. War hier nicht noch irgendwas? Nein. Oh, da hinten ist eine Brotos-Forschung. Drei Forschungen, dann hätten wir alle. Wenn wir immer so leicht zu finden wären. Okay, okay. Na doch, wie wär's denn mal mit helfen? Alles klar, her damit. Jetzt müssen wir gleich auch alles haben. So, jetzt hilft sie uns. Na gut, Mira. Wir wissen beide, dass du mich über den Tisch ziehst. Aber ich werde dich trotzdem anheuern. Meine Truppen unterstehen deinem Befehl, Jim. Ich bin so froh, dass ich jetzt auf deiner Seite stehe und auf Matthews. Du hinterhältige Kleine! Ich werde dir zeigen, was mit doppelzüngigen Falschspielern passiert! Tja, schon noch mal ein paar Einheiten mehr. Gut, du bist hier angestellt. Du sammelst noch Ressourcen. Dann schicke ich euch auch gleich mal hier hin. Alles klar. Und hier werden wir jetzt auch mal nicht genügend Mineralien. Mehr Einheiten bauen. So. Es geht voran. Ich weiß, ich habe jetzt zwar noch mehr Einheiten zur Verfügung, die ich nehmen kann.
Das werde ich auch gleich mal in Anspruch nehmen hier. Euch da hier werde ich auch mal mitnehmen. Tschucke, tschucke, tschucke. Hier können wir auch mal erforschen. Gut ist, die Tipos sind jetzt auch schön nach oben gegangen. Sehr schön. Dann gehört das schon mal alles uns. Zerstören Sie die Festung. Ach, da steht da noch einer, gar nicht gesehen. So, dann werden wir jetzt mal hoch auf die Basis gehen daher. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich auch noch sowas wie Atomraketen oder sowas gibt. Ich habe hier ein kleines Oh ja, habe ich doch gewusst. Und Atombombe. Was liegt an? Waschjacke hoch. Gut, Atombombe kam jetzt runter. Ja, gut, dass man da so schön vorgewarnt wird. Da kann man ein bisschen ausweichen. So, wir werden auf jeden Fall dann bald noch ein paar Einheiten hier oben brauchen. Werden wir auch gleich mal hochschicken. So, schicken wir euch mal hoch. Ein paar Goliaths. Euch noch hoch. Ja, mal Flammenfahrzeuge schicken wir auch mal hoch. Komm, ein paar Space Marines können auch nicht schaden. Euch da ja auch mal. Muss ich hier alles alleine machen? Natürlich nicht. Ich schicke doch schon Leute hoch. Schicken wir euch mal hoch. Und euch schicke ich mal hoch. Und euch schicke ich da runter zum Ressourcen sammeln. Aus der Bahn! Aus der Bahn! Das Gute ist, dass die Ressourcen für mich mit sammeln. Machen wir in die Hölle Eis! Hier, komm mit! Was ist das hier? Da gibt's doch auch noch irgendwie was. Gib Gummi! Was ist das hier? Ich gehe mal hier hoch. Ah! Kannst kaum noch erwarten! Bereit machen, Jungs! So, mal schauen, dass wir hier oben mal. Machen wir in die Hölle Eis. Fällt ganz schön was aus, das Ding hier oben. Was holt mich hier raus? Hier komm ich! Nachflug ausgerichtet. Abmarsch bereit! Komm, blöder Flieger hier oben. So, erstmal hier unten muss alles noch ein bisschen aufräumen. Jetzt kommt ja auch permanent Nachschub nach oben. Hier erforschen wir mal noch ein bisschen. Haben wir nicht auch irgendwie Flugeinheiten? Nee, ne? Hier wird noch gebaut. Hier machen wir ein bisschen Goliath. Da haben wir noch ein bisschen was von denen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt so, so. Was muss getötet werden? So. Ich komme da rein. Das. Das. Und das. Kommt da rein. Nicht genügend. Kannst kaum noch erwarten. Hier komm ich. Gut, dann greifen wir jetzt mal weiter an da hier. Alles schön zerstören, was wir hier nicht brauchen. Und wie wir die Hölle heiß machen. Also jetzt sieht es eigentlich alles ganz gut aus hier. Feuer gegen Feuer. Das ist ja die Basis hier oben, die wir zerstören müssen.
Und da ist auch unser Adjutant. Erstmal zerstören wir ein bisschen das drumherum. Ah, wir haben es geschafft. Schon gut, ich gebe auf. Ihr habt ja euren verdammten Adjutanten. Ich sollte dem Universum einen Gefallen tun und dich umbringen, Orlan. So dumm nur, dass ich dich vielleicht eines Tages brauchen könnte. Mira, sei so gut und regel das. Mit Vergnügen, Rainer. Ich werde mich gut um diese Schlange kümmern. Und sogar umsonst. Erfüllen Sie alle Missionsziele von Heißabschneider. Fortfahren. 16 Minuten haben wir nur gebraucht für diese Folge. Was heißt Folge für diese Mission? Und finden uns natürlich auch im Ladestream wieder. Ach ja. Ist echt immer schwierig zu erzählen, wenn auf dem Bildschirm nichts passiert. Sir, der entschlüsselte Adjutant ist wieder im Labor und sollte jetzt betriebsbereit sein. So, altes Mädchen. Wir haben dich auf Tarsonis ausgegraben. Warst du während des Zerg-Angriffs online? Kannst du dich daran erinnern, ob Arcturus Mengsk beteiligt war? Mengsk, Arcturus. Ehemaliger konföderierter Offizier, ziviler Prospektor, Gründer und Anführer der Terroristengruppe Söhne von Kohan. Status? Kriminell. Zugriff auf abgefangene Übertragungen 0081 bis 0086 Alpha. Hier ist Duke. Die Emitter sind gesichert und online. Wer hat die Aktivierung der Psi-Emitter autorisiert? Ich, Lieutenant. Was? Der Einsatz gegen die Konföderierten auf Antigua war schon schlimm genug, aber jetzt wollen sie die Zerg gegen einen ganzen Planeten einsetzen? Das ist Wahnsinn! Sie hat recht, Mann. Denken Sie nochmal drüber nach. Ich habe es mir gut überlegt. Glaubt mir. Ihr habt eure Befehle, führt sie aus. Das werden sie noch bereuen. Sie scheinen meine Position hier nicht zu begreifen. Niemand wird mich aufhalten. Nicht sie, noch die Konföderierten oder die Protoss. Niemand. Ich werde über diesen Sektor herrschen oder ihn atomisieren. Wenn sie versuchen sollten, mir ins Gehege zu kommen. Heilige. Ich glaub's einfach nicht. Damit können wir Max festnageln. Tja, das sind alles Audioaufzeichnungen auch aus StarCraft 1 gewesen. Wo das ja auch alles passiert ist. Schauen wir uns erstmal die Forschungspunkte an. Was können wir machen? Entweder ein Raven deckt getarnte und eingegrabene feindliche Einheiten auf, kann automatische Geschütztürme absetzen, kann Verteidigungsdrohnen platzieren, kann Ziele und Raketen einsetzen, wird im Raumhafen gebaut. Das ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. Was kannst du? Forschungsschiff deckt getarnte und eingegrabene Feinde auf, kann feindliche Einheiten bestrahlen, repariert in der Nähe befindliche mechanische Einheiten, wird im Raumhafen gebaut. Aber das mit den reparierenden Einheiten finde ich nicht schlecht, den kann man nämlich immer so als Unterstützer mitgeben. Und dann kann der mechanische Einheit zerstören, das finde ich eigentlich ganz toll. Deshalb, ich sag mal so, die sind zwar auch nicht schlecht, aber die habe ich selten eingesetzt. Und das sind so Dinge, weil das Problem an den Einheiten ist auch wieder, diese ganzen Zugraketen oder sonst was, die machen sie alle nicht selbstständig, das muss man denen manuell sagen. Und mich stört ein bisschen, wenn ich so ein ganzes Gruppe von Einheiten habe, dann muss ich die wieder separat auswählen, die Dinger losschicken und so weiter. Die schicke ich einfach mit und die tun selbstständig andere Einheiten reparieren. Das ist eigentlich nicht schlecht, genauso wie das Medic, nur in Form von Mechanikern. Deshalb werden wir das erforschen. Gut, hier haben wir alles durch. Gucken wir auch gleich nochmal im Original. Spinnenminen. Wären hier so ein Adler gestanden, wäre es nicht schlecht gestanden gewesen. Spinnenminen gehören zu einer sehr kleinen Kategorie von Technologie, die von der alten Erde kam und den Absturz der Kolonisten überlebt hat. Terranische Infanterie ist traditionell den Freund-Feinderkennungssensoren gegenüber sehr kritisch eingestellt.
Im Jahre 2499 veröffentlichte Jaunt Pictures Spinnenminen 4. Der Tod von unten. Damit wurde die eine Serie über Spinnenminen, die ein Bewusstsein entwickelten und sich gegen ihre menschlichen Erschaffer richteten, fortgesetzt. Er war gleichzeitig das letzte Holo der Serie. Das sind aber auch ganz schön große Minen. So. Swarm. Oh, da hinten ist der Belagerungspanzer. Noch gar nicht gesehen. Finde ich ja schon sehr geil, das Ding. Allein wenn der sich so aufbaut. Der Kurucho bewaffnete mit 90mm Zwillingskanonen ist eine teure Weiterentwicklung des ursprünglichen Arclight-Belagerungspanzers. Die 180mm Schockkanone für den Belagerungsmodus verteilt ultra hoch erhitztes Wolfram in einem um 50% größeren Bereich. Die Liga-Infanterie ist einheilig der Meinung, dass Kurucho-Kommandeure mehr Schaden an den eigenen Truppen anrichten als am Feind. Entsprechend bleiben Kurucho-Besatzungen während ihres Fronturlaubs leider zusammen. Mandel Solfers, einer der ersten Kurucho-Kommandeure, hat ein ausgefeiltes Soundsystem in seinen Schlitten eingebaut. Sergeant Solvers wurde eines Tages von der Truppe abgeschnitten und umstellt, weil er den Befehl zum Rückzug nicht gehört hatte. Aha. Und dann baut er sich jetzt auch wieder zusammen. Gut, dann haben wir hier das alles angeschaut. Fragen wir noch einen Spawn. Diese dämlichen Söldner fahren immer noch Adler. Kannst du dir das vorstellen? Die Dinger sind der reinste Selbstmord, selbst wenn keiner auf dich ballert. Immer langsam, Swan. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft mein alter Adler mir den Arsch gerettet hat. Ich werde mir dieses gute alte Meisterwerk terranischer Ingenieurskunst nicht von dir schlecht reden lassen. Alt? Ja, das könnte man sagen. Nur heutzutage bevorzugen die meisten Leute Motorräder, die nicht gleich explodieren, wenn der Vergaser mal wieder versifft ist oder bei denen kein radioaktives Zeug aus der Treibstoffzelle tropft. Aber hey, wen stört sowas bei einem alten Meisterwerk? Du bist ein alter Klugscheißer, Swan. Gucken wir gleich mal an, was wir von den Adler alles upgraden können. Da ist der Adler. Cerberus-Minen. Erhöht die Explosionsradius und den Verteidigungsradius der Minen um 33%. Okay. Wiederaufladbares Magazin. Adler können Minen im Feld für 15 Mineralien pro Mine auffüllen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann könnt ihr ewig weitermachen, aber allerdings sind da wahrscheinlich bloß 3 drin. Ich glaube, das finde ich gerade ein bisschen interessanter. War hier noch irgendwas? Infanterie. Fahrzeuge. Zielsystem, das fand ich eigentlich noch nicht schlecht, das machen wir auf jeden Fall noch. Gut, gab es in der Schiffsmesse noch ein bisschen was zu erzählen? Tychus können wir sprechen. Und die Nachrichten gucken wir erstmal an. Imperator, es wurde viel über den tragischen Untergang von Tarsonis geschrieben. Tiloskis Enthüllungsreportage Götterdämmerung eines Imperiums behauptet sogar, dass sie persönlich die Konföderation gestürzt haben, indem sie für den Fall von Tarsonis sorgten. Verschwörungstheorien gibt es immer wieder. Fakt ist jedoch, dass eine Großinvasion der Zerg auf Tarsonis stattgefunden hat und keine Macht des Universums sie hätte aufhalten können. Es war ein wahrhaft schrecklicher Tag. Tiloskis Film betont die scheinbare Zweckmäßigkeit des günstigen Zufalls, dass die Aliens eine korrupte Regierung auslöschten, die sie selbst ihr Leben lang zu stürzen versuchten. An diesem Tag sind Millionen gestorben und sie sprechen von Zweckmäßigkeit? Ja, ich bekämpfte die alte Konföderation, doch niemals zu meiner persönlichen Bereicherung. Als es für mich an der Zeit war, die schwere Last der Führung zu übernehmen, so tat ich es nur, um unser Überleben als Spezies zu sichern. Klare Worte vom Imperator selbst. Als nächstes im Programm, Zerklinge, allergisch gegen Zitronensaft. Nur Altweibergeschichten oder die neue Superwaffe im Kampf für die Menschheit. Ein Schwachsinn.
Verrat mir doch mal, was zwischen dir und Mengsk damals passiert ist. Sieht so aus, als wärt ihr mal unzertrennlich gewesen. Ich dachte, dass Mengsk die Dinge ändern könnte. Seite an Seite habe ich mit ihm gekämpft, bis Tarsonis. Da hat er dann die Zeit dazu benutzt, die Bevölkerung des gesamten Planeten auszurotten. Er überließ Kerrigan ihrem sicheren Tod. Nur weil sie ihre Meinung gesagt hat, dieser elende Mistkerl. Am Ende war er kein bisschen besser als die Konföderation. Verdammt. Du hast ein echt gutes Händchen für Freunde, Jimmy. Genau. Labor waren wir schon, Arsenal haben wir durch. Dann gehen wir mal noch zur Brücke. Weil unser Freund bestimmt auch noch was zu sagen hat. Nein, hat er ausnahmsweise mal nicht. Wenn Mira Hahn nach mir fragt, dann sagt ihr, ich bin beschäftigt. Ja, natürlich. So, und ich würde mal sagen, machen wir mal Schluss für heute und sehen uns später wieder. Tschüss. So, dann haben wir die Mission jetzt ja noch wunderbar fertig gemacht. Die ging relativ schnell gerade. Und in der nächsten Mission werden wir, also in der nächsten Folge, das wird auch für mich eine neue Aufnahmesession werden, weil ich habe jetzt heute genug Folge aufgenommen, werden wir frisch in eine neue Mission starten. Wir werden ja, haben ja wieder welche zur Auswahl. Welche genau wir dann nehmen werden, weiß ich noch nicht. Und dieser Mengs, der in den Nachrichten ist ja echt krass, wie der lügt. Weil der hatte ja eigentlich damals diesen Angriff durch die Zerg auf dem Planeten ja eigentlich verursacht. Nur um dann später selber an die Macht zu kommen und stellt es jetzt so dar, als ob er sogar versucht hätte, das alles zu verhindern und stellt sich so als großer Held dar. Also das ist wirklich ein total Hinterfotziger, muss man wirklich mal sagen. Und deswegen bekämpft der Rainer den ja eigentlich auch. Und der Mengs tut vor allem alle, die irgendwie gegen ihn sind, irgendwie versuchen zu beseitigen. So hat er es ja dann auch später mit der Kerrigan gemacht. Auf jeden Fall wird er später noch mehr Thema werden in dem Spiel. Und das werden wir uns alles gemeinsam anschauen, wenn es wieder heißt Let's Play StarCraft 2. Bis dahin, bis zur nächsten Folge und tschüss!